Hi ho und willkommen zu meinem Freitagsvideo und vor allem auch Hi ho und willkommen zu meinem letzten Teil mit dem Kühlschrank. Wir kommen zum Tag der Lieferung. Ja, auf jeden Fall, es war dann soweit. Wir haben am 7.4.2021 zwischen 7 und 11 Uhr wurde für uns die Lieferung angesagt. Das hieß für uns im Klartext, früh aufstehen. Extrem früh aufstehen. Also mein Papa hat, also ich habe, glaube 2 Stunden geschlafen. Mehr ging nicht. Also falls ich Augenringe habe, wir haben heute 8. Also entschuldigt, ich bin noch immer ein bisschen übernächtigt. Alter Verwalter. Ey Mama, auf der Kamera sieht es aus, als hätte ich total das tiefe Make-up drauf. Dabei sind es nur Augenringe des Todes. Ja, das sieht schon sieht nicht. Ah ja, entschuldigt. Außer wenn man näher rangeht, dann sieht man es gleich. Ja, auf jeden Fall, es war dann um ungefähr 6:15 Uhr. Da habe ich dann meine Mom angefangen zu wecken, damit sie wach wird, weil ich konnte eh fast gar nicht schlafen vor Aufregung. Und ja, und dann so um 6:30 Uhr hat mein Papa angerufen, um zu sagen, wir sollen doch bitte aufstehen. Und der war aber noch voll im Halbschlaf und der hat fast selbst keine 3 Sätze rausgebracht, weil der war auch müde und der hat dann aber auch weiter geschlafen. Und ja, auf jeden Fall hat er uns aber trotzdem geweckt. Dann haben wir eben Zeit verbracht, es ging nichts. Und dann so um 9:30 Uhr, fast, nee, 10:30 Uhr haben wir dann einen Anruf bekommen. Dann so zwischen 9 und 10:30 Uhr irgendwann haben wir einen Anruf bekommen. Wir sind dann in, nee, muss dann schon so um 9:30 Uhr gewesen sein, dass die, ja, 9:30 Uhr, so, nee. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, kurz vor knapp haben wir dann einen Anruf bekommen, dass die jetzt kommen würden und den Kühlschrank bringen. Und dann so um fast 11 Uhr rum war es dann soweit und dann hat es da bei uns geklingelt. Und es wurde war dann auf jeden Fall so, dass dann bei uns sind die da, ist der erste, ist einer ausgestiegen, weil es waren zwei. Und der hat erstmal gesagt, weil wir haben noch eine Kommode gehabt und einen Bastkorb. Entschuldigt, das wäre jetzt ein Timer gewesen, dass die Teile eine Stunde, 1,5 Stunden gegangen sind. Dass meine Mom hat über diesen Bastkorb und über diese Kommode schon alle ihre Sachen drüber geschleppt. Also wirklich ein Sofa, alles, alle Möbelstücke. Und der hat dann gemeint, nö, das geht nicht, der Kühlschrank ist viel zu schwer, das geht gar nicht, nein, nein, da geht nichts. Der Kühlschrank wiegt immerhin 300 Kilo. 300 Kilo! Aber wirklich, ja, so, also der Art hat das betont. Und meine Mom hat dann, sie war dann, also ganz ehrlich, ich gebe euch jetzt dann, egal wer dieses Video guckt, ich gebe dir jetzt einen Tipp fürs Leben. Es gibt den Film Leg dich nicht an mit Zohan. Scheiß auf Zohan, leg dich nicht an mit meiner Mutter. Die Frau kann hardcore sein, das ist nicht normal. Also ich sag euch, am Ende des Tages, der Kühlschrank wurde hochgetragen. Und es war nicht, weil die es gewollt hätten, sondern weil meine Mutter sich durchgesetzt hat. Ja, hat's auch. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass die dann mit viel sich entschieden haben, uns den Kühlschrank hochzutragen. Eigentlich haben sie sich nicht entschieden, Mama hat sie genötigt. Das kann man schon so sagen. Ja, und dann war es so, dass auf jeden Fall der Kühlschrank wurde dann hochgetragen. Und ja, lauf durch. Meine Videos haben immer die gleiche Qualität. Da macht es keinen Unterschied, ob du noch durchläufst. Nimm das Telefon mit, wenn du eh durchläufst. Sei mein Hermesbot. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass meine Mutter den dann, dass der dann bis erstmal bis zu der Kommode getragen wurde.
Dann hatten wir aber echt, wir hatten auch furchtbar Glück. Also, das kann man nicht anders sagen. Wir hatten Glück wie Sau, weil unser Mieter dann da war. An dieser Stelle, falls er das Video sehen sollte, hallo. Und ich muss sagen, ich bin echt froh, dass er mitgeholfen hat. Und, ach ja, ich habe ihn jetzt inzwischen mal getroffen im Hausgang heute. Ja, ich habe irgendwie dann aber nichts gesagt. Ich habe nämlich eigentlich bloß dir runtergerufen: Mama, ich habe den Kühlschrank und ich trage ihn. Nee. Ich habe das Kühlgut und ich trage es hoch, Okay. hoch, hoch. Also war schon weg. Ja, ich wollte nur natürlich. Das war gerade eine kurze Zwischeninfo von meiner Mama. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass der dann echt mitgeholfen hat und schnell die Kommode weggetragen hat. Und ich weiß echt nicht, wie diese Typen das hingekriegt haben. Aber ich glaube, die haben unser halben. Das war eigentlich, Entschuldigung. Hast du den Kühlschrank angemacht? Ich Aufgemacht? bin aus dem Seher mit dem Bauch hängen. Hast du ihn aufgemacht dabei? Nein. Warst du am Pad? Irgendwie scheint es bin ich danach kaputt. Ah, interessant. Wieder was gelernt. Ja, auf jeden Fall. Entschuldigt. Auf jeden Fall war es dann so, dass meine Mom den, wenn, also nachdem der Mieter das dann weggetragen hat, habe ich noch den Bastkorb mit weggetragen. Und ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Genau da war ich. Die haben fast unser halbes Treppenhaus abgebaut wegen dem Kühlschrank. Aber man muss auch sagen, der Karton, der war echt gigantisch. Aber so gigantisch auch wieder nicht. Ja, auf jeden Fall ging es dann so weiter, dass der dann hochgetragen wurde und dann haben sie den abgestellt. Dann haben meine Mutter und ich erstmal alles, was Unordnung gemacht wurde, aufgeräumt. Dann haben wir auch das Zeug schon wieder zum Teil weggetragen. Ich zeige euch jetzt nicht unser Wohnzimmer, weil unser Wohnzimmer sieht nicht so viel anders aus. Noch nicht. Noch nicht. Ja, auf jeden Fall haben wir dann schon mal das schwere Zeug und alles wieder runtergetragen. Also eigentlich ich habe unser Wohnzimmer aufgeräumt. Meine Mom hat das Treppenhaus geputzt und alles und hat da auch dann noch mal Hilfe von einer Mieterin bekommen, die auch noch ein bisschen mitgeholfen hat, wo man auch sagen muss, falls die hier zuschaut, auch für sie. Ich habe mich mega gefreut für so viel Unterstützung und ja. Ja, auf jeden Fall. Mist. Ja. Leute, wir gehen jetzt zusammen mal ganz kurz. Und Einfach da. Wenn du jetzt drehst, sieht man dich. okay. Entschuldigt, genau wegen solchen Sachen brauche ich einen größeren Kühlschrank. Das ist jetzt das erste Mal, dass ihr. Das, meine Lieben. Du schiebst nach unten. Tada. Das nennt man selbstgebackene Croissants. Wow. Alter, ist da viel Butter rausgelaufen, aber naja, den wundert's. Aber bei einem gar keine. Und das ist Marmelade. Ja, auf jeden Fall. Um die Geschichte fertig zu erzählen. Ich gerade vom Pillenschrank wartet. Oh, ist ein bisschen schwierig. Ja. Gut, dann bleiben wir hier. Und machen die Fussel weg, die man vorher im Dunkeln nicht gesehen hat. Auf jeden Fall war es dann so, dass nachdem dann aufgeräumt wurde und alles, war es dann so, dass die weggegangen sind, den Karton einfach hingestellt haben und meine Mutter und ich, wir haben den Karton aufgemacht. Und wir haben den Schlag unseres Lebens gekriegt, weil der Kühlschrank war mit dem Rücken zu uns. Die Türen zur Wand. Die Türen zur Wand. Ganz galant waren die Türen zur Wand. Wartet mal, ich habe eine Idee. Ich stelle euch jetzt einfach mal auf meinem Herd ab. So, jetzt muss ich euch nicht festhalten und kann euch weitererzählen. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir. Und ich kann die Croissants so lange schon mal aus dem Ofen rausholen. Jetzt macht. Jetzt lass mich doch einfach. Meine Güte, Mama. Jeder macht anders. Ja. Du bist eh nicht im Blick. Ja, auf jeden Fall war es dann so, weil sonst kühlen die nicht richtig ab. Auf jeden Fall war es dann so, dass wir aber Glück gehabt hatten, weil ich habe am Ostern
haben wir unseren Nachbarn getroffen und habe dem erzählt, dass ich einen Kühlschrank bekomme und dass ich aber Sorge habe, dass der nicht hochgetragen wird. Und unser Nachbar, der nicht nur Nachbarn, die sind, also für mich sind sie mehr als Nachbarn, für mich sind sie Freunde, wirklich, so ist es einfach. Und der hat dann auch angeboten, wenn es denn so ist und sie es nicht hochtragen, würde er mit jemandem vorbeikommen und für mich den hochtragen. Und ich war berührt von dieser, also im Sinne von, ich war wirklich, ja, ich war froh, jemanden in unserem Umfeld zu haben, der solche Angebote machen kann und auch dann macht, also auch hilft. Und den haben wir dann angerufen und der hat dann mit seinem Sohn, haben dann unseren Kühlschrank umgedreht, den neuen, und haben dann aber auch uns angeboten, dass sie den dann am Abend noch ins Wasser, also dass er gerade steht und alles, also dass sie dann nochmal vorbeikommen und uns helfen. Und ja, ohne die hätten wir das auf jeden Fall nicht geschafft, dass dieser Kühlschrank jetzt steht. Und jetzt kommen wir mal endlich zu dem Moment, weil ich mache doch kein zweites Video, ich bin jetzt ganz faul. Ich zeige euch jetzt einfach mal den Kühlschrank. Und das ist er. Das ist mein Kühlschrank. Wartet. So. Ja, so kriegt man ihn drauf. Und unsere Küche ein bisschen. Also ihr seht jetzt gerade ein bisschen von unserer Küche. Ja, auf jeden Fall, das ist jetzt mein neuer Kühlschrank und ich bin total happy und ich freue mich. Und ja, seitdem kann ich jetzt, der hat auf der einen Seite das Gefrierfach, auf der anderen Seite aber ein Kühlfach. Und jetzt kann ich Sachen machen, wie zum Beispiel jetzt dieses Gebäck, weil ich habe da, das ist ein Rezept für 1 Kilo Teig. Und bei Gott, niemand isst 1 Kilo Croissants, das tut mir leid. Und da habe ich jetzt die Hälfte eingefroren und isst die dann irgendwann. Und ja, die andere Hälfte habe ich jetzt heute rausgebacken. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch so oder so eine wunderschöne Zeit. Ihr habt heute das erste Mal ein bisschen mehr von unserer Wohnung gesehen, fällt mir gerade auf. Ich wünsche euch jetzt noch was. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal sowas erlebt habt. Übrigens, der wiegt keine 300 Kilo. Nochmal als kurze Anmerkung. Der Kühlschrank wiegt 90 Kilo und die Verpackung, wenn wir großzügig sind, waren noch bei 20 Kilo drauf. Also 110 maximal. Ja, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne, ja, noch einen tollen Tag oder einen tollen Abend. Und das habe ich übrigens selbst gemacht. Das da. Ja. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.